Hallo ihr Lieben, wie wahrscheinlich einige von euch schon mitbekommen haben, bin ich ein großer Brasilien-Fan und war mittlerweile schon 5-mal in Brasilien. Meine erste Reise nach Brasilien war 2013, eigentlich ja vor gut 8 Jahren. Wow, krass, wie die Zeit vergeht. Im Januar, genau Ende Januar 2013 bin ich zum ersten Mal nach Brasilien geflogen, das war nach dem Studium. Ich war davor noch nie wirklich außerhalb Europas. Meine weiteste Reise damals war Marokko und hatte davor brasilianische Freunde kennengelernt auf einem Austausch in Frankreich oder bei meinem Erasmus-Semester in Frankreich und habe dann beschlossen, sie zu besuchen in Brasilien. Ein Freund in São Paulo und einer in Recife, wollte eigentlich nur 5 Wochen in Brasilien bleiben, was für mich schon voll lange war. Ich dachte mir, wow, 5 Wochen in Brasilien, so lange weg, in einem Land, wo ich noch nie war, so weit weg von zu Hause. Ich war davor auch noch nie so lange geflogen zum Beispiel, was für mich auch schon voll die große Sache war. Ja, hatte dann 5 tolle Wochen in Brasilien. Nach 5 Wochen war ich dann oben in Recife bei Freunden. In der Wohnung konnte ich bleiben, hatte eine super Zeit, habe die Zeit genossen. Es war Sommer in Brasilien, Karneval habe ich auch erlebt und hier war Winter. Und von daher habe ich nach 5 Wochen beschlossen, meinen Flug nicht anzutreten und bin dann letztendlich 3 Monate in Brasilien geblieben. 93 Tage, bis mein Visum dann komplett abgelaufen war. Genau, also ich bin ein großer Brasilien-Fan und probiere jedes Jahr ungefähr einmal nach Brasilien zu fliegen. Das letzte Mal war ich im März 2019 in Brasilien. Letztes Jahr, 2020, war es ja leider ein bisschen schwierig aufgrund der Pandemie, aber vielleicht klappt es dieses Jahr wieder. Schauen wir mal. Genau, war bisher viel in Rio und São Paulo, Minas Gerais, Nordeste war ich schon, also Nordosten Brasiliens, Bahia, Pernambuco kenne ich gut, Rio Grande do Norte, der nördlichste Punkt, wo ich war, war Praia da Pipa, also wer Brasilien ein bisschen kennt, der weiß ungefähr, wo das liegt. Den Süden kenne ich noch nicht, Amazonas wäre mal interessant und der Norden wäre auch mal cool. Wenn ihr Videos von Brasilien sehen möchtet, dann verlinke ich euch mal hier unten und oben könnt ihr sie auch anschauen. Und jetzt aber zum Thema des Videos, denn ganz oft werde ich gefragt, wie es um die Sicherheit in Brasilien steht. Viele fragen mich, oh, du warst schon in Brasilien, wie schaut es denn da aus? Kann man da wirklich sicher reisen? Was für Tipps gibst du uns denn? Und deswegen dachte ich mir, ich mache mal ein Video und vielleicht hilft es einigen, die eine Reise nach Brasilien planen, um euch ein bisschen zu erklären, wie die Situation in Bezug auf die Sicherheit in Brasilien ist. Ja, Brasilien hat natürlich diesen Ruf, ein etwas gefährlicheres Land zu sein. Hier in den Nachrichten hört man eben auch oft von Überfällen oder von Dingen, die passieren, Gewalt von Favelas und so weiter. Und man ist da natürlich oft verunsichert und denkt sich, soll ich wirklich nach Brasilien reisen? Ist das Risiko vielleicht zu groß? Sollte ich lieber in ein anderes Land reisen? Und es ist auch gut, diese Bedenken zu haben und sich vorher zu informieren und sich auf die Reise vorzubereiten. Also zur Sicherheit in Brasilien. Ich habe mich in Brasilien bisher immer sicher und gut aufgehoben gefühlt. Die Brasilianer sind ein sehr nettes Volk, sehr nette Leute, sie sind sehr hilfsbereit, sehr gastfreundlich, helfen einem gerne weiter. Klar gibt es ein paar Sachen, die man beachten sollte. Man sollte zum Beispiel nicht mit allzu vielen Wertsachen auf die Straße gehen. Also wenn ihr eine teure Kamera habt und unbedingt Fotos machen wollt, dann passt auf die Kamera auf. Genauso mit dem Handy immer schauen, dass es an einem sicheren Ort ist, nicht leichtsinnig irgendwie in die hintere Hosentasche tun oder auch diese Handyketten würde ich nicht empfehlen, die ja sehr üblich sind. Also immer an einen sicheren Ort. Geld, Bargeld am besten auch nur ganz kleine Mengen mitnehmen, immer nur Kreditkarte, das reicht völlig aus. Man kann in Brasilien überall gut mit Kreditkarte bezahlen und einfach ja nicht zu arge Wertsachen präsentieren. Also keinen auffälligen Schmuck jetzt zeigen. Ich würde jetzt keine riesige wertvolle Kette zum Beispiel tragen oder meine Kamera um den Hals hängen die ganze Zeit. Aber es kommt auch drauf an, zum Beispiel, wenn du in die touristischen Gegenden gehst, in Rio zum Beispiel, Strand von Copacabana, Ipanema, Zona Sul heißt das in Rio,
Die touristischen Gegenden, da fühlt man sich wirklich sehr sicher. Da sind sehr viele Touristen unterwegs, sehr viel Polizei. Es ist sehr belebt. Gerade tagsüber sind so viele Leute auf der Straße. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dort was passiert, ist nicht so hoch. Man fühlt sich da echt sicher. Man kann da auch Fotos machen mit dem Handy. Das mache ich auch. Also da ist echt eigentlich kein Problem. An Karneval passiert es öfters mal, dass Taschendiebstahl passiert, wenn man in großen Menschenansammlungen ist. Aber das kann auch in jeder Stadt auf der Welt passieren. Also wenn ihr zum Karneval geht in Rio oder in einer anderen Stadt, dann immer auf eure Wertsachen aufpassen. Am besten das Handy gar nicht erst mitnehmen, auch wenn es blöd ist und man keine Fotos machen kann und keinem schreiben kann. Aber ich gehe dann echt meistens ohne Handy los, nur mit Kreditkarte und Ausweis, und das reicht dann schon. Ansonsten auch aufpassen natürlich, wo ihr hingeht. Es gibt ein paar Viertel, die nicht so sicher sind, gerade so abseits der Touristenzentren. Ich empfehle es auch nicht, wirklich in eine Favela reinzugehen. Es gibt in Rio zum Beispiel eine Favela, wo man rein kann, wo man sagt, die ist befriedet. Das ist die Favela Mojoji Dona Marta. Genau, da war ich auch schon drin. Die liegt bei Botafogo, und es gibt oben so einen Aussichtspunkt, wo so eine Michael-Jackson-Statue ist, weil dort Michael Jackson sein Musikvideo zu... jetzt weiß ich das Lied nicht, gedreht hat, aber da sind auch ein paar Touristen unterwegs. Und es gibt, glaube ich, geführte Favela-Tours, wenn man wirklich eine Favela mal kennenlernen möchte. Zu mir waren die Leute auch super nett, sogar dort in der Favela Mojoji Dona Marta, sie haben mir den Weg gezeigt, aber es kann natürlich immer was passieren. Also niemals leichtsinnig sein, das ist immer das. Also haltet die Augen offen, schätzt die Situation gut ein, schaut kurz, kann ich hier mein Handy rausholen, sind hier komische Leute. Auch wenn ihr in einer Bar seid oder in einem Restaurant, das Handy nicht auf den Tisch legen, keine anderen Wertsachen auf den Tisch legen. Weil wenn ein Überfall passiert oder ein Taschendiebstahl, geht es echt super schnell. Man kriegt es kaum mit. Oder eine Masche gibt es auch, die ich gehört habe, ist, wenn du ein Selfie machst oder so, dass dann jemand mit dem Fahrrad ankommen kann und das Handy da wegreißen kann. Da habe ich auch schon Videos gesehen. Von daher immer, wenn ihr Fotos macht oder so, auch aufpassen oder vielleicht so ein Handgurt oder so bei einer Kamera haben, damit euch das Handy nicht oder die Kamera nicht entrissen werden kann. Genau. Ansonsten abends sollte man ein bisschen mehr aufpassen, wo man hingeht, aber das ist ja auch an jedem Ort eigentlich so. In Ipanema und Copacabana in Rio, ich rede jetzt sehr viel von Rio, aber wahrscheinlich werden auch viele nach Rio fliegen von euch. Copacabana und Ipanema, dort die Strandpromenade ist sogar abends sehr belebt, da sind auch viele Bars noch und Restaurants offen, da fühlt man sich auch sehr sicher. Ansonsten abends schon ein bisschen aufpassen, auch dann lieber ein Uber nehmen, um wieder zu eurer Unterkunft zu kommen oder woanders hinzufahren. Ich fahre sowieso in Brasilien fast nur noch Uber, einfach weil es so bequem ist, sehr günstig. Die Fahrer sind immer super nett, man kommt echt genau von A nach B. Also Uber kann ich euch gut empfehlen. Ich glaube, ich habe sogar hier unten noch einen Einladungscode, den könnt ihr benutzen. Kriegt ihr noch ein bisschen Ermäßigung. Genau, also Uber ist echt sehr gut. Ich fahre auch Bus in Brasilien. Geht auch super gut, mir ist auch noch nie was passiert. Metro fahre ich auch, also es gibt auch öffentlichen Nahverkehr auf jeden Fall. Aber Uber ist echt super billig und kann ich nur sehr empfehlen. Ansonsten kann ich nur sagen, wirklich gebt Brasilien eine Chance. Ihr braucht echt keine Angst haben, dass ihr sofort ausgeraubt werdet irgendwo. Ich war bisher 5-mal in Brasilien, mir ist nie was passiert die ganzen Jahre. Bei der letzten Reise ist einmal kurz was passiert, das kann ich kurz erzählen. Da war ich abends gegen 22 Uhr in São Paulo auf der Avenida Paulista unterwegs. Das ist so die Hauptstraße, Hauptverkehrsstraße in São Paulo, die auch abends noch richtig belebt ist. Um 10 machen erst die ganzen Shoppings zu, also die Einkaufszentren, und es laufen viele Leute rum. Und ich war dort, ich hatte eine kleine Umhängetasche, aber unter meinem T-Shirt. Und ich wollte an diesem Tag von einem Einkaufszentrum noch die Avenida Paulista runtergehen und noch in eine Bar gehen. Und dann kam auf einmal eine Gruppe von Kindern an, also wirklich noch Kinder, ich glaube gerade mal so 14, 15 Jahre, 6 Stück oder so. 3 waren sofort vor mir, 3 waren hinter mir und sie haben so gerufen, Money, Money. Und ich dachte zuerst, das wäre ein Witz oder so. Und sie haben sofort angefangen, mit ihren Händen an meinem Körper so abzutasten. Auch in die Taschen meiner Shorts sind sie reingegangen und haben natürlich gesucht, ob ich irgendwas habe. Ging super schnell, nach 20 Sekunden waren die schon wieder weg, aber echt so ruckzuck. Und es waren Leute um mich herum, aber ja, ich glaube, keiner hat die Situation auch richtig gecheckt, was passiert ist. Aber es war schon ein kurzer Schreckmoment und ich dachte mir, wow, also
Jetzt umso mehr werde ich abends wahrscheinlich ohne Handy noch rausgehen, nur noch Kreditkarte und Ausweis und das passt dann. Genau. Aber es war auf einer belebten Straße, von daher alles gut und es hat nicht mein Bild von Brasilien geändert. Aber ja, es kann immer was passieren natürlich, also immer wachsam sein, immer die Situation gut einschätzen. Und ja, das sind eigentlich schon meine Tipps. Ich hoffe, dass ihr Brasilien kennenlernen könnt. Es ist wirklich ein wunderschönes Land. Es gibt so viele tolle Orte, nicht nur Rio und São Paulo. Nordeste ist super schön, der Norden ist super schön, Amazonas, der Süden. Also Brasilien hat viel zu bieten und lasst euch nicht abstrecken von dem, was ihr hört. Ich hoffe, euch konnte das Video ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir Kommentare hinterlassen oder mir auch auf Instagram schreiben, xaxelx. Und in diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.